Ja, und ein herzliches Willkommen zu Dead Space 3. Mittlerweile sind wir jetzt beim dritten und bisher letzten Teil angekommen. Ja, mal gucken, den ist auch in ein, zwei, ja, ich denke zwei Sessions werden es mindestens werden. So, von daher starten wir mal rein. Ich glaube, wir können den Standard-Slot mal kurz nehmen. Kurz reingeschaut und die Einstellung soweit angepasst. So, Planet Tracker gefunden. Danke, dass du Dead Space 2 spielst. Genau. Das haben wir ja durch. Lohnt sich ja tatsächlich, die Sache noch durchzuspielen. Es gab auch, glaube ich, noch irgendeine. War das ja, ich glaube, war bei dem Teil von Mass Effect einen speziellen Anzug oder so. Ja, eingestellt dürfte soweit alles sein. Gerade ein Audio noch mal reingucken. Jo, das passt. Na gut, dann starten wir jetzt erstmal eine Solo-Kampagne. Ich weiß nicht, wie das, ob man da jetzt fliegend wechseln kann. Keine Ahnung. Wird sich dann zeigen, denke ich mal. Naja, dann viel Spaß mit dem Intro. So. Ja, auch hier wieder normal. Alles begann vor 300 Jahren mit der Entdeckung eines Alien-Artefakts. Unter dem alten Golf von Mexiko fand man den schwarzen Marker. Er schien unbegrenzte Energie zu versprechen. Bis er Demenz, Wahnsinn und ein monströses Leben nach dem Tod namens Necromorphs hervorbrachte. Was genau beim Desaster um den originalen schwarzen Marker geschah, wurde vertuscht und verschleiert. Zu spät jedoch, um die Gründung einer ganzen Religion im Namen Michael Altmans, eines seiner Erforscher, zu verhindern. Sein fragwürdiger Tod machte ihn zu einem Märtyrer und Unitology war geboren. Bis heute gedeiht diese geheimnisvolle Organisation, die die Marker für göttlich hält und für uns alle eine glorreiche Vereinigung von Geist, Körper und Verstand erstrebt. Generationen nach dem Desaster um den schwarzen Marker sah die Menschheit sich aufgrund schwindender Ressourcen mit ihrem eigenen Aussterben konfrontiert. Verzweifelt versuchte man, den schwarzen Marker zu reproduzieren, um seine unbegrenzten Energien nutzbar zu machen. Die Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind missverständlich. Doch wissen wir heute, dass die Reproduktion erfolgreich und ihr Preis zu hoch war. Alle Markerkopien wurden an geheimen Orten im ganzen Universum vergraben, wo sie zu unser allerbesten hätten bleiben müssen. Doch stieß das Abbauschiff USG Ishimura während einer illegalen Abbauoperation auf Aegis 7 200 Jahre später auf eine der vergessenen Kopien, einen roten Marker, und leitete damit eine neue Welle der Markerinfektionen ein. Eine überlebende Schlüsselperson dieses Vorfalls war ein Ingenieur namens Isaac Clark. Der Marker sprach zu ihm und hinterließ ihm ein Geschenk, einen mentalen Plan des Markers.
Isaac wurde von Earthgov gefangen genommen und gefoltert, sein Verstand nach den Geheimnissen des Markers durchforstet. Das Markerprogramm wurde alsdann wiederbelebt und man baute einen neuen auf der beliebten Titan Sprawl. Doch das Desaster ließ nicht lange auf sich warten. Isaac konnte fliehen, wenn auch nur um Haaresbreite. Von der Sprawl blieb nur Staub übrig, genau wie von Aegis 7 zuvor. Seit dieser Zeit hat sich die Markerkrise nur noch weiter verdichtet. Und Isaac Clarke, dessen vom Marker berührter Verstand mit dem Wissen brannte, wie man den Marker nachbilden und auch zerstören kann, hielt sich im Verborgenen, fest entschlossen, sich von den Markern und all ihren Erzeugnissen fernzuhalten. Aber es gibt noch Hoffnung. Ein Eisplanet, auf dem jemand es vor 200 Jahren irgendwie schaffte, die Erhebung eines Markers aufzuhalten. Ein Fingerzeig aus der Vergangenheit, der unsere Zukunft retten könnte. So, okay, dann schauen wir mal. Also mit Leertaste können wir dann die Zweitfunktion oder Alternativfeuer absetzen, denke ich. Your Whiskey 250. Alpha Niner, hier Whiskey 250. Serrano, hören Sie mich? Tim? Oh Gott sei Dank, haben Sie es gefunden? Gefunden? Doc, ich weiß nicht mal, wonach wir suchen. Folgen Sie einfach dem Wegpunkt, den ich Ihnen schickte. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Gehen Sie nur dorthin, schnell, hören Sie! Wir müssen dorthin, wo der Arme Kopf verloren. So, dann herzlich willkommen, Wolinchen. Vielen Dank fürs Resubben. Freut mich sehr. Und vielen Dank für die Unterstützung. So, und dann spielen wir halt ausnahmsweise mal nicht Isaac. Und dann schauen wir, wo wir hier hinkommen. Ach, Muni ist leider jetzt nicht so das Wahre. Okay, Tim. Du schaffst das. Er zählt auf dich. Du bist doch Soldat, oder? Richtig. Die Waffe ist nicht mehr geladen. Ja, das stimmt tatsächlich. Es ist keine Munition da. Ich hoffe mal, das ändert sich noch. Sind aber noch einigermaßen hier auf dem richtigen Weg. Oh nein. Okay, dann laufen wir los. Hey Doc, ich hab's gefunden. Gut. Kommen Sie rein? Es ist komplett abgeriegelt. Sehen Sie sich um, es muss einen Weg geben. Endlich. Munition. Sehr gut. Die Tasche wehrt sich noch so ein bisschen. Also die Kiste.
So, dann dürfen wir zumindest mal Zeug drin haben. Zerbrechen, ja. Ja, ich glaube auch hier. Nein! Wie so ein Hühnchen. Autsch! Doc, ich habe einen Weg hineingefunden. Gut. Sie suchen nach einem Zylinder von etwa einem halben Meter Länge. Können Sie ihn sehen? Moment noch nicht, aber ich glaube, ich stelle auch hier wieder mal wieder die Sound ein bisschen runter. Ist doch relativ laut. So. Ja, ich denke, das sollte jetzt angenehmer sein. Mal hier ein bisschen zurückhalten, Kollege. So, Kollege. Aber ganz angenehm, mal was anderes außer dem Plasmaschneider zu nutzen am Anfang. Können wir das auch zerlegen? Nö, leider nicht. Oh. Ich glaube, da oben erwartet uns noch was, hm? Okay, Codex. Ich hab ihn! Doc, ich bin dabei. Bam. Okay. Nicht so schön. Und wieder zu wenig Platz zum Ausweichen. Ja, ich glaube, das hier sollte aber etwas besser gehen. Danke. Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. General Mahat, Sir.
Wo ist Dr. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht wir zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun. Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom? Ihren Dad? Ja. Ja, Sir, natürlich. Gut. Schön zu hören. Das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wiedergabe, Nachricht 34. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Jetzt geh schon ran. Wie du willst. Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass mein Leben weitergeht. Pass auf dich auf, ja? Finger weg von mir! Antworten Sie! Er ist es. Wer zum Henker sind Sie? Helfen Sie ihm hoch! Hoch! Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich! Die Regierung zwang mich! Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein! Nein! Damit bin ich fertig! Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando! Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Harry? Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Helfen uns, läuft die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn Sie mir helfen. Okay. Okay. Hier. Dann los. So, komm, jetzt müssen wir unser eigenes Medipack, unser eigenes Bild nochmal zurückholen und ein Medipack. So. Oh, hier haben wir noch eine Nachricht. Cool. Ja, also, wie gesagt, kleiner, also war es gerade bei dem Prolog vom Vorspann gewesen und wahrscheinlich, wie das mit diesen Markern alles so angefangen hat. Dass die damals schon so ein bisschen durchgedreht sind. Wiedergabe, Nachricht 33. Anrufer Earthrise Apartment. Diese Nachricht ist für die Bewohner von Apartment 16. Ihre Miete ist überfällig. Dies ist Ihre letzte Benachrichtigung. Sollten Sie nicht binnen 3 Tagen bezahlen, wird das Apartment geräumt. Hm. Nicht so schön. Hier minus 10 Grad, oder? Ordentlich kalt. Da waren ja direkt weggefroren. So, eine persönliche Aufzeichnung von Isaac Clarke. Wir beide haben während des Albtraums auf der Titan Sprawl etwas von uns selbst verloren. Ellie verlor ein Auge. Glücklicherweise fanden wir einen Ersatz, den wir uns leisten konnten. Es
Zwar ist die Farbe nicht hundertprozentig richtig, aber zumindest kann sie sich wieder als ganzer Mensch fühlen. Ich habe einen Teil meiner Seele verloren. Und es gibt nichts, was ich tun könnte, um das Verlorene zurückzubekommen. Ich glaube langsam, dass das der Grund war, warum sie mich verließ. Die Menschen wollen immer etwas haben, das sie reparieren können, aber ich bin unwiderruflich kaputt. Ach, Isaac. So, also diesmal kein Plasma-Cutter, sondern eine Knarre. Okay. Ich sagte, ich helfe Ihnen. Also, wo ist Ellie? Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Ah, da scheint schon irgendwas zu warten. Ja, ich glaube, so das beste Apartment hat sich Isaac hier nicht unbedingt geleistet. Hey! Wer zum Teufel sind Sie denn? Scars letztes Bataillon. Norton. Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon? Wie meinen Sie das? Was verstehen Sie daran nicht? Das gibt sonst niemanden mehr. Sieht sauber aus. Niemand mehr? Da ist unser Wagen. Los jetzt! Gefunden zum Bad. Los, los. Okay, ja. Bastarde! Komm, los, los! Geh los, los! Geister, tötet ihn! Ja, und wie gesagt, mittlerweile ist es halt ein Cover-Shooter geworden. Schnell, Eisen! Laufen Sie! In den Wagen! Okay. Danke, danke. Hier lang. Sie sind hier unten. Isaac, Bewegung. Los, Entdeckung. Runter nach vorne. Schießt ihn in Stücke. Okay. Zack. Hi. So, haben wir jetzt etwas Ruhe? Ja. Also, der Action-Anteil wurde dann doch sehr hoch geschraubt. Und das ist eigentlich, glaube ich, das erste Mal in der Serie hier, dass Isaac Menschen angreift und erschießt. Sonst war es ja echt immer nur Negros. Oder irgendwas machen? Nö, leider nicht. So, auch jetzt, wie gesagt, im zweiten Teil gab es ja dann die eine Stelle, wo uns dann die Soldaten angegriffen hatten, aber da haben wir uns ja auch verzogen. Norton, das sind Unitologen. Warum wollen sie uns töten? Die wollen sie töten. Was? Verschwinden sie da und halten sie die Klappe. Mieses Arsch. Ja, warum die uns auf einmal nicht mehr so freundlich gesonnen sind, weiß ich auch nicht. Da haben wir doch so viel für sie getan. Ah, hier geht's durch. Beziehungsweise hoch. Warum sind die Fanatiker hinter mir her? Sie haben früher schon Marker zerstört, Isaac. Daher sind sie eine Bedrohung für deren Plan. Plan? Irgendeine Endzeitprophezeiung im Zusammenhang mit den Markern. Die Konvergenz? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher Corp-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Okay, dann holen wir das Zeug noch hier mit.
Vielen Dank schon mal. Na gut, das Medipack kann ich bestimmt auch demnächst mal nutzen. So, das Ding ist offline. Okay. Dann wird im Moment halt noch nicht gecraftet. Haben Sie diesen Mann gesehen? Bitte, wo ist er? Ich weiß es nicht. Ah! 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 Nicht so schnell. Ich habe ihn. Er ist unterwegs zum Freeway. Schneide diesen Weg ab. Na, ja, das dauert jetzt nix. So können wir euch noch, ja, wir können tatsächlich euch noch ein wenig zerlegen. Gut zu wissen. Ich glaube, dann ist mir unten einfach ein bisschen was an Munition und Zeug verloren gegangen. Aber hey, Blut schon passen, denke ich. Hallo. Ja, der ist wahrscheinlich von dem Dings überfahren worden. Mist! Ich bin auf den Freeway gekommen. Dann müssen Sie ihn irgendwie überqueren. Das sind unbemannte Transporte. Sie halten für nichts an. Ach, ich habe aber noch meine Stasi-Einheit. Ich verlangsame den Verkehr und gehe rüber. Okay. So geht's halt auch. So, gute Nacht, ihr zwei. Ah, da unten ist auch noch Zeug, sehe ich gerade. Wollen wir das doch nicht unbedingt liegen lassen. So, nur was Tolles für... Oh, WD-Packs werde ich hier echt gerade echt zugeschmissen. Auszug aus Earthgoths Ende. Earthgoth-Offizielle dementieren gestern Gerüchte, die Regierung sei nicht mehr in der Lage, die um sich greifende Gewalt einzudämmen, die die Kolonien in den letzten Wochen erfasst hatten. Die Gewalt begann vor 16 Tagen auf Uxor nach einer einjährigen Kampagne der Church of Unitology. Seit Beginn der Unitology-Aufstände ist der Kontakt zu 5 Kolonien abgebrochen. Es gibt Gerüchte, dass Labore bombardiert worden sind und Augenzeugen berichten von brutalen Morden kurz danach. Okay, dann dürfte hier aber alles Wichtige mitgenommen worden sein. Jo, da geht's weiter. Ist hier noch was Tolles? Ja, zumindest Sachen zum Einsammeln. Ja, willst du da mal rauskommen? Dann gehen wir dich halt jagen. Das ist ja auch kein Akt. So, einer weniger. Du hast noch Muni, das ist schön. So, jetzt aber mal. Weiter geht's. Ja, wahrscheinlich, weil wir da hinten reingekrabbelt sind, dass das wohl getriggert hat, dass hier nochmal Gegner rauskommen.
So, Waffenwechsel. Wir haben tatsächlich einen Plasma-Cutter. Den geht es ja nicht mehr so gut, wie das aussieht. Da ist zu. Norton, das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Aber warum die Regierung stürzt? Warum Earthgar? Denn ich sag, sie hätten mit den Markern experimentiert. Er hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von Ihnen halten. Aber fürchtet euch nicht. Denn es gibt eine Zukunft. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, das sehe ich. Das sieht wirklich relativ systematisch aus. Vielleicht kriege ich es ja doch noch hin, dass hier mein Mute-Button mal wieder erkannt wird. Ist bei dem Spiel auch ganz angenehm, sich mal kurz stumm schalten zu können. Gerade in Zwischensequenzen oder so. Aber irgendwie scheint das wieder so ein Spiel zu sein, was leider halt keine oder alle möglichen Dings rauslässt. Gesucht habe. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie, Sie werden ohnehin gleich tot sein. Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da. Sehen Sie das? Das ist ein Marker-Testlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein! Nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Ah!
Scheiße. So, ich glaube, hier wäre es auch ganz sinnvoll gewesen, denen erstmal die Dings, die Arme wegzuhauen. Aber gut, Isaac ist dann wieder voll geheilt. Jetzt haben wir halt auch wieder Necromorphs vor uns. Also wieder etwas mehr Abwechslung. Ah, genau, das ist dann für Azebek und Benzab, meinte ich, ist aber echt gut mit Munition und Lebensenergie, also Medipacks. Da kann man nicht meckern. Kennen wir schon. Die gab es schon in diversen vorherigen Teilen. So, aber so extrem actiongeladen fängt es jetzt noch nicht an. Aber wir haben sich das Inventar jetzt voll, ne? Ich muss da mal ein paar Medipacks einlagern. Ich hoffe, wir kommen bald an Dings ran. Genau, Ressourcen kann man ja auch noch sammeln. So, Moment. Lass es aber gar nichts mehr fallen. Kommen wir da weiter? Ja, scheint so. Aber ich will erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwas Interessantes finden. Noch mehr Medipacks. Gut. Isaac, sind Sie schon beim Rettungsteam? Alle tot. Danik war vor mir da. Scheiße. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Ich komme mit der Eudora. Die Washington Station ist nicht weit weg. Ich kann mit einem der Züge dort rausfahren. Guter Plan. Wir sehen uns dann auf den Schienen. So. Ah, ich dachte gerade, ich zerleg's da drin noch. Komm, ich hier so eine Figur mitnehmen? So, schaffe ich mir noch ein bisschen Munition. Habt ihr jetzt davon? Und Medipacks bis zum Abwinken hier.
Ah, ein paar Bücher. Cool. Okay, dann haben wir es auch dafür genug. Hey, nehmt mir was Süßes. Sieht nicht so vertrauenserweckend aus. Aber gut, kann auch sein, dass die jetzt einfach die Drop-Raten eben für den Koop-Modus eingestellt haben. So. Oh, lebst du noch? Reißt. So. Wissen, was können wir mitnehmen, aber ich glaube, die Vieh bringt das ja auch gerade nicht. Da unten scheint nicht mehr herzukommen. Da kommt was. Hi. Kann das auf jeden Fall mal weg. Bei solchen wird ein bisschen mehr Starrsinn, dass wir auch da die Packs mal aufbrauchen. So, Munition. Aber passt, wir kommen ja gut voran. Hi. Oh ja, wir haben echt sehr bis zum Abwinken. Meine Güte. Verdammt. Keine Züge. Okay. Ich hab's zur Station geschafft. Was ist mit Dennix-Männern? Ich habe sie in der Panik verloren. Dieser Ausbruch könnte uns etwas Zeit verschaffen. Dann springen sie auf einen Zug. Los! Nicht gut. Sieht aus, als wäre der Zug mit einem neuen Triebwagen ausgestattet worden. Und? Ich muss ihn wieder zusammensetzen. Ganz schnell. Dennix Shuttle sind nicht weit weg. Wir versuchen, sie abzulenken. Beeilen Sie sich! Zuganordnung unvollständig. Bitte vor Abfahrt Zugmaschine und Treibstoffwaggon ankoppeln. Okay. Dann komm mal her. So, das müsste ich jetzt ja noch mal drehen. Geht's erstmal nicht weiter? Oder sollen wir dich hier rausziehen? Du läufst aber nicht weiter als bis dahin.
Ah, warte mal, wir packen dich jetzt dahin. Da runter, dann dreht sich das und dann können wir dann den anderen dagegen packen. Zugmaschine ist in Position. Bitte vor Abfahrt Treibstoffwaggon ankuppeln. Okay. Und dann machen wir das gerade noch. Oder sind nur noch ein paar Spinde, die... Na gut, ich kann eh nichts mitnehmen. Guck ich mir mal an. Alle Waggons sind ausgerichtet. Abfahrtsequenz wird eingeleitet. Bitte in den hinteren Zugteil einsteigen. Okay. Okay, Norton. Der Zug ist wieder flott und kann durch das Südtor fahren. Er entgeht Ihnen nicht. Was anderes bewegt sich nicht. Verstanden. Ich schließe auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben. Halten Sie sich zur Abholung bereit. Es wird brenzlig. Oh. Morgen, Sie haben immer noch nicht gesagt, was mit Ellie ist. Ja, das ist der richtige Zeitpunkt, Eisen. Lebt sie noch? Ich habe sie zuletzt auf der Kiro-Station gesehen. Sie war auf der Spur und wollte zu geheimen Koordinaten. Dann brach der Kontakt ab. Ihre Existenz ist sie am Leben und Fuchsteufels will, dass wir sie noch nicht gefunden haben. Hm, okay, dann legen wir mal los. Oh. Oh nein. Ah, hier kommt die Kavallerie. Nun, welches Schiff ist die Eudora? Das größere, das gerade über ihren Kopf flog. Ja. Ah, Gegner. So, jetzt erleben wir euch mal schnell. Bei Muni haben wir mehr als genug. Das passt schon. Scheiße! Hauptbatterie verloren. Isaac, schwingen Sie Ihren Arsch her! Ich schwing ja schon so sehr ich kann. Beeilung, wir können sie nicht ewig aufhalten. Hey, ja. Nur die Ruhe. Das kriegen wir schon hin. Ich schätze mal, dass wir hier irgendwo runter müssen. Jetzt oder nie, Isaac. Kommen Sie! Okay, muss ich da jetzt hinlaufen? Muss ich mich davon fernhalten? Jetzt oder nie, Isaac. Kommen Sie! Wahrscheinlich war ich zu langsam. Zerstört den Zug! Nichts darf übrig sein! Raketen haben viel erfasst! Abschluss in 5, 4, 3, 2, 1... Bringt uns hier raus, jetzt! Wer ist das? Mein Sohn. Süßer Junge, mussten Sie ihn zurück. Er ist tot. Der Neger hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Tut mir leid. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Strengen Sie sich demnächst an. Cora, ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört.
Ganz allein. Okay, dann schauen wir mal. Ah, noch mehr Medikits. Wiedergabe aufgezeichneter Nachricht. Hey, ich bin gerade auf Patrouille. Fass dich kurz, ja? Er hat heute Geburtstag. Oh, scheiße. Ist das Dad? Danke für das Geschenk, Dad. Wann kommst du heim? Bald schon. Okay. Hab dich lieb, Dad. Wer will Soldat spielen? Du schenkst ihm Soldaten. John, du bist sein Vorbild. Dann treib ihm diese Flausen besser aus, verstanden? Ich muss jetzt los. Liebe dich. Ja, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich meine, der weiß ja jetzt, also Kawa weiß ja, was das alles für Nachteile mit sich bringt. Okay, Leute, alle mal zuhören. Vor 13 Tagen haben Agent Eddie Langford und ihr Team einen blinden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt, der ihrer Meinung nach das Geheimnis birgt, wie man diese Marker-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Okay. Jetzt wissen wir ja schon mal, was hier so abgeht. Ich glaube, munitionsmäßig sieht es wieder hier ziemlich gut aus. Ich denke so wirklich, viel Feind dürfte man hier ja nicht empfangen. Relativ groß das Schiff, muss ich zugeben. Okay, da sollen wir weiter. Dann gucken wir erstmal hinten nach. Naja. Mir noch ein Artefakt. Offizierslog von Captain Robert Norton. Clark macht es uns nicht einfach, ihn zu finden, und ich kann es ihm nicht mal verdenken. Seit er von der Titan Station geflüchtet ist, läuft er mit diesen Markergeheimnissen in seinem Kopf vor Earthgov davon. Hätte Eddie uns nicht geholfen, hätten wir nicht gewusst, wo wir nach ihm suchen sollen. Wir haben heute Morgen Kurs auf die Lunar-Kolonie New Horizons gesetzt. Jetzt müssen wir ihn nur noch vor Danek finden. Ich hoffe für ihn, dass er es wert ist. Natürlich sind wir das. Der beste Isaac auf dem ganzen Planeten. Oder auf dem Raumschiff hier auf jeden Fall. Da können wir jetzt erstmal nichts großartig reißen. Sekunden bis zum Ziel. Standby bis zum D-Shop. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rosen, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. D-Shock in 5, 4, 3, 2, 1. Was zum Henker ist das? Ein Mond. Ja, besser die Reste davon. Rosen, ich seh's! Himmel, das ist der reinste Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellies Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter, sind das Barken? Moment. Nein. Mina! Rosen, bringen Sie uns hier raus! Bringen Sie uns raus! Am Ausweg vorbereiten! Geht nicht!
Okay, Abflug. Mein Bein! Captain, wir sitzen in der Falle! Isaac, Carver, verdammt, helfen Sie mir! Hier! Nehmen Sie die Verkleidung und stopfen Sie die Tür damit! Seit wann geben Sie hier Befehle? Seitdem niemand anders hier einen Plan hat. Ich erkläre es unterwegs. Carver, wo finde ich einen EVA-Anzug? Komm! Da runter! Okay, danke. Dann holen wir uns den mal. Gravitation offline. Ja, ich hoffe, das bricht nicht, wenn wir da drüber laufen. Bleibt nicht hängen. Oh. Na, gut, dass wir so viele Medikits haben. Ich werde versuchen, ihn von hier aus loszulösen.